So, weiter geht's mit Jan Ulrich und der Tour de France. Wir sind beim 5 Kilometer langen Zeitfahren am Start und das müssen wir gewinnen. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. 5 Kilometer, da gibt es wahrscheinlich nicht besonders viele Schwierigkeiten. Versuchen wir gleich mal auf Tempo zu kommen. So, 39, 40 Stundenkilometer. Kurve kriegt man sehr leicht. So, mal schauen. Der rote Balken, natürlich hier das Wichtigste. Kann sein, dass wir ein bisschen zu sehr aus dem Sattel gegangen sind zum Start. Jetzt mal kurz ein bisschen steiler. So, einmal kurz ein bisschen vom Weg abgekommen. 3,6 Kilometer. Fahren wir auf direktem Wege mal vorne in diese Kurve rein. Da vorne ging es dann links lang. Jetzt wird es dann schwieriger, die Kurve zu kriegen, aber das schaffen wir. So, 7,18 ist das Spielziel. Mal schauen. Letzter Kilometer. Etwas klettert gerade an mir entlang. So, sprinten wir mal. Okay, was war denn das? Du bist hier gerade an mir rumgelaufen. Echt eklig. Ich glaube, es hat nicht gereicht zum Sieg. Da waren wir nicht gut genug. Creepy. Naja gut, den Schreck habe ich jetzt immerhin mal hinter mir. So, in welche Richtung muss der Greenscreen? Nach da, ne? So. Ja, leider hat es nicht gereicht. Wilco Keldermann holt sich hier den Sieg. Interessant, wir sind auch nicht mal im Junior-Trikot, also das hat nicht mal für die Top 5 oder Top 10 oder sowas gereicht. Schauen wir mal drauf. So, der 7. Platz, nur 13 Sekunden Abstand, also das Zeitfahren war definitiv zu kurz, halt auch die Tagesform ultra schlecht bei Ulle. Das ist im Zeitfahren dann halt doch nochmal wichtig. Mai, nehmen wir so hin, jetzt kommen hoffentlich ein paar Flachetappen. Jawohl, Flach und Berg, das ist das, was wir brauchen. Alpe d'Huez und so weiter. Mal schauen, schlechte Tagesform sollte jetzt nicht mehr die ganz, ganz große Rolle spielen. Bei den Bergetappen könnte es vielleicht dann doch ein bisschen reinhauen, aber wir schauen mal. Also von Troyes nach Nuits-Saint-Georges, da finden wir hoffentlich eine gute Nachtgeschichte. 178 Kilometer lang, das Ding. Wir gehen einfach mal rein in den Sprint und versuchen uns da zu verbessern. So, wir gehen weiter auf 100% Jagd. Ulle im Sprint. Mal schauen, wer hier überhaupt alles mit dabei ist. Von den Top-Sprintern hoffentlich nicht allzu viele. Rodimios haben wir dort. Von Poppel, Viviani. Ja, die sollten wir schon irgendwie schaffen können. Wenn da jetzt nicht Jasper Philipsen oder sowas noch mit am Start wäre. Schauen wir mal. Puh, fällt aber ganz schön lang gezogen. Jetzt hat die Ausreißergruppe auch aufgegeben. Also wir versuchen es irgendwie Richtung 100%. Ich würde es jetzt nicht als Top-Prio machen. Weil 100% bedeutet halt, dass wir 20 Flachetappen gewinnen müssen. Wir haben, glaube ich, bislang 8 oder sowas. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Da fehlt uns, oder nee, haben wir nicht die 10 sogar jetzt voll? Da fehlen uns, glaube ich, da noch 10. Das ist halt schon ein bisschen viel. Wir geben mal die blauen Gele noch an die Kollegen. Und ja, Ulle kann es auch mal nehmen. Macht jetzt keinen ganz großen Unterschied. Noch immer mal ein bisschen mit aus dem Sattel gehen, damit wir das rote Gel auch mal nehmen können. Ist zwar völlig sinnfrei, aber ist egal. So, 2,7 Kilometer noch. Jetzt wird es doch mal ganz interessant, das rote Gel auch zu nehmen. Jetzt hier auch nochmal bergauf. So, jetzt geht's los. Boah, das wird sehr, sehr eng. Alter, da waren 34 Fahrer auf einer Linie. Keine Ahnung, wer den Scheiß gewonnen hat.
So, Durbridge, der Letzte, der reinkommt. Puh, ich glaube, der UAE-Fahrer, ja, UAE hat das Außen gewonnen, schade. Ganz, ganz enges Höschen. Das müsste wahrscheinlich Ackermann gewesen sein, oder? Keldermann bleibt in Führung. Ackermann holt sich hier den Sieg vor Ulle, also nur der zweite Platz. Hätten wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen früher losgehen können. Da hat aber nicht viel gefehlt. Das war ganz, ganz eng. Ackermann vor Ulle, also deutscher Doppelsieg hier bei der Open Tour auf der zweiten Etappe. Da haben wir leider es verpasst, den nächsten Schritt Richtung 100% zu machen. Die nächste Etappe aber schon wieder die nächste Chance. Flach, 208 Kilometer, auch wieder unnötig lang. Aber es geht leicht bergauf. Das sollte Ulle eigentlich nochmal ein bisschen besser liegen, weil er ja, glaube ich, bei Hügel auch den 84er-Wert hat. Also da fehlt nicht mehr viel. Dann geht es nach Alpe d'Huez. Das könnte nochmal ganz spannend werden. Nach Annecy, Simnon. Und dann kommt zum Ende der Saison ja auch nochmal die Weltmeisterschaft und auch die Lombardei-Rundfahrt. So, ich glaube, auf der dritten Etappe, das wird gar nichts. Mit einem Sprint 1:18, 17, 16, 15. Jetzt wird es dann doch schnell weniger. Ich habe jetzt mal unser komplettes Team eigentlich hier vorne zur hohen Geschwindigkeit verdonnert. Machen wir es halt nochmal anders. Und schon wieder habe ich das Gefühl, es krabbelt was auf mir. Irgendwie seitdem das Viech auf mir gekrabbelt ist, bin ich richtig paranoid. So, kommt schon, fahrt mal ein bisschen schneller. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Jetzt ist der Vorsprung aber wieder um ein, zwei Sekunden größer geworden. Makirschi jetzt in der Nachführarbeit. Aber eine Minute auf 9 Kilometer, das muss schon echt mit dem Teufel zugehen. Das wird definitiv nicht mehr reichen. Außer die machen da vorne jetzt nochmal ein schönes Päuschen. Schauen sich an und warten. So, Vorsprung geht Richtung einer Minute. Da hinten ist auch der Henninger Turm. Vielleicht ist das nochmal ein schönes Zeichen. Aber irgendwie kommt unser Team auch gar nicht nach vorne. So, Jan Tratnik tritt mich nochmal in die Werbebande. Ja, nee, das wird nichts werden mit dem Etappensieg hier. Vorne die 5-Kilometer-Marke. Vauclain ballert. 1:07 jetzt schon. Das wird definitiv nix. Alter. Boah. Hatte mich noch im letzten Moment ein bisschen weggedrängt, der Kollege. Da haben wir Giermai, der jetzt auch mal fahren könnte. Ja, schade. Wieder eine Flachetappe weniger für uns, die wir hier holen können. Und das mit dem leicht ansteigend wäre natürlich total geil gewesen. Vorne sehen wir die Gruppe. So, 52 Sekunden. Da sehen wir sie gerade ums Eck fahren, aber das kann man knicken. Ulla hat sich da jetzt leicht abgesetzt. Dann können wir jetzt auch losgehen. Da kommen wir sicherlich nochmal näher ran. Aber ganz wird es nicht reichen. Ansonsten hätten wir das Ding hier, glaube ich, ziemlich sicher und easy gewonnen. Da sieht man sogar die Lücke nach hinten. Also schade. Aber wie gesagt, das Team, ich habe es gesagt, so 30 Kilometer vom Ziel. Hey, fahrt mal hohe Geschwindigkeit und es ist irgendwie nichts passiert. Keine Ahnung, warum. Eduardo Affini sieht einfach aus wie so ein Footballspieler. So, der Greenscreen geht mir wieder ein bisschen auf den Geist, aber wie gesagt, Neuer ist schon auf dem Weg. Manuel Neuer ist schon auf dem Weg und bringt mir einen neuen Greenscreen. Schade, also zwei Flachetappen, die für uns jetzt nicht so erfolgreich waren, wie wir es gerne gehabt hätten. Aber jetzt geht's in die Berge. Vielleicht können wir da wenigstens noch so ein bisschen für Begeisterungsstürme sorgen. So, der Sieg geht an Alpecin de König. Driste Bond scheint sich den Sieg geholt zu haben. Ehemaliger belgischer Straßenmeister. So, Godon dahinter, dann Simon Ulle mit 36 Sekunden, hat sogar 10 Sekunden nochmal gut gemacht. In der Gesamtwertung sind es 24 Sekunden. Ich glaube, von den Kollegen, die da jetzt vorne mit dabei sind, die werden wir so dermaßen zerstören am Berg. Aber die Konkurrenz wird sicherlich besser in Form sein als Ulle. Da sehen wir von Corch nach Alpe d'Huez, 119 Kilometer zum Glück nur lang, zwei Ohrkategorieberge, zwei Berge der zweiten Kategorie. Die Etappe wird nicht so leicht und auch nach Annecy-Simon wird es nicht leicht.
Mal schauen, wie das mit der schlechten Tagesform funktioniert. Wir kommen in Alpe d'Huez, 12,4 Kilometer, 8,5%, aber noch nicht der Schlussanstieg, sondern es geht hier einfach zweimal Alpe d'Huez nach oben, ne? Wenn es einmal schon Spaß gemacht hat, warum nicht auch ein zweites Mal? Ausreißergruppe darf heute nicht so richtig weg. Ich weiß nicht, ob uns das noch in die Karten spielen kann mit unserem sehr, sehr guten Ausdauerwert. Da ist Kwiatkowski wieder. Ich glaube, wir verteilen gerade mal die blauen Gele an alle Kollegen, weil oben gibt es dann eh nochmal eine kleine Auffrischung. Da setzen sich jetzt ein paar Fahrer ab. Die können ruhig weg, ist mir wurscht. Tempo war hier hinten enorm hoch. Jetzt ist hier ziemlich Tempo raus. Da will keiner mehr fahren. Also vorne jetzt Marc Padun, von dem man seit Jahren nichts mehr gesehen hat. Dann Wilco Keldermann. Oh, der war schon im gelben Trikot hier. Ciccone, Sheffield. Schon eine gute Gruppe, die vorne rausgegangen ist. Die können das definitiv durchziehen. Aber wir sparen jetzt hier hinten erstmal ein bisschen Energie. Laurens de Plus direkt hinter uns. Das Hauptfeld rutscht immer mehr zusammen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns oben am Gipfel wieder. Marc Soler kommt da jetzt nach vorne, macht ein bisschen Tempo. Kapitän eigentlich von UAE, keine Ahnung, warum er jetzt nach vorne fährt. Mal schauen, da haben wir auch den australischen Meister hier, Luke Plapp, noch mit drin. Jutti, also, sehen wir uns oben am Gipfel wieder. Die Rennaction ist jetzt erstmal raus. Die Ausreißergruppe hat sich endlich gefunden nach wirklich langer, langer Rennaction. Es sind nur noch 59 Kilometer circa bis ins Ziel. Aber es hat wirklich ewig lange gedauert, bis da endlich mal jemand vorne raus durfte. So, wir gehen rein nach Alpe d'Huez. Ulle eigentlich ganz gut drauf. Muss man ihm lassen. So, machen das an der Seite mal weg. Vorne keine Ausreißergruppe. Deswegen können wir jetzt hier einfach mehr oder weniger hochballern. Wir können unser Team vielleicht ein bisschen Tempo machen lassen. Kwiatkowski, weiß gar nicht, wie lange der jetzt hier noch dabei bleiben kann. Lassen wir ihn mal an unserer Seite. So, Georg Zimmermann, der jetzt ja zu Team Bike Aid bei uns fresh gewechselt ist. Ganz cool. Bin gespannt, was er dann für große Rennen für uns gewinnen wird. Wobei ich gerade so ein bisschen Saisonplanung bei Team Bike Aid gemacht habe und da ist es eher schwierig mit den großen Rennen, also Wildcards zu bekommen beim Pro Cycling Manager. Ohnehin schwierig. Ja, danke Kwiatkowski. Wieder ganz, ganz stark. Alles gefixt. Gar kein Problem. Ben Healy fährt ein bisschen nach vorne. Tempo sollte natürlich auch nicht allzu niedrig sein. So, ich finde schön, dass für Alpe d'Huez 2 einfach hier dieses Profil genommen wurde. Keine Ahnung, den mittleren Teil hätte man auch einfach weglassen können. Aber gut, Battistella, Velasco, ich weiß gar nicht, welche Topfahrer jetzt hier bergmäßig mit am Start sind. Wir werden es relativ schnell merken. Zimmermann gehört jetzt sicherlich nicht zu den Mitfavoriten. Wir haben, glaube ich, Marc Soler schon gesehen. Louis Meintjes ist dort dabei. Lutsenko, wenn das jetzt die Konkurrenz ist, dann sollten wir eigentlich schon ganz gut am Start sein. Können Kwiatkowski schon mal das blaue Gel geben. Halten das Tempo da vorne. Gemeinsam mit Uno X mal ein bisschen hoch. Ich weiß nicht, Tobias Holland, Johannessen anscheinend hier mit dabei. So, gerade auch die Transferfolge noch gemacht oder aufgenommen für Team Bikegate. Deswegen muss ich aufpassen, dass ich jetzt keine Transfer verkünde, die so gar nicht stattfinden. Gerade einmal Greenscreen wieder noch ein bisschen rüber. So. So, bislang passiert hier wenig, kaum Attacken, beziehungsweise gar keine Attacken. Vorne ist der Charmic-Bär von Uno X. Dann Ben Tullet hier im gelben Trikot für Ineos. Mega talentierter junger Fahrer. So, 11 Kilometer noch bis ins Ziel. Wir versuchen natürlich so lange wie möglich hier einfach sitzen zu bleiben. 53 Fahrer noch dabei. Kwiatkowski an unserer Seite. Vorne machen wir jetzt ein bisschen Tempo mit unseren Jungs, damit hier nicht alle einschlafen. So, dann haben wir auch Johannessen mit der 201. Bleiben hier mal in einer guten Position, immer so im vorderen Drittel auf jeden Fall. Das ist am besten, dann kann man auch reagieren, wenn eine Attacke kommen sollte. Aber selbst wenn jetzt eine käme, würde ich nicht wirklich reagieren, sondern würde mich einfach nur dranhängen, beziehungsweise mein Team natürlich erst noch dranhängen. Ein bisschen Tempo machen lassen. So, jetzt ist Zeit für ein bisschen Suppe. So rum. Kwiatkowski hat es schon genommen. Ulle hat noch gar nichts zu sich genommen. Können wir aber jetzt mal ein bisschen nachlegen. So, irgendwie will jetzt keiner mehr so richtig fahren. Astana übernimmt für Lutsenko. Wenn das unser Top-Konkurrent ist, Lutsenko,
dann stehen die Chancen eigentlich ganz gut, dass wir das heute wuppen können. So, jetzt mal eine kleine Tempoverschärfung. Vorne Astana übernimmt. Ulle nimmt nochmal sein blaues Gel. Bin immer auch versucht, wenn ich Wout van Wamsi spiele im Pro Cyclist-Modus beim Pro Cycling Manager, bin ich immer kurz davor, auch Ulle zu sagen, aber es ist natürlich Wout van Wamsi. Da haben wir ja so ein bisschen das Projekt, dass wir versuchen, einen neuen Wout van Aert zu kreieren. Sind auf einem ganz ordentlichen Weg. So, ich nehme jetzt einfach mal das blaue Gel. Was soll der Geiz? Sind noch 8,5 Kilometer bis oben. Oben die letzten 2 Kilometer traditionell ein bisschen flacher. So, ich hole mir mal Ben Healy an die Seite. Der scheint heute am freshesten zu sein. Kwiatkowski kann nochmal Tempo machen, aber viel bringen wird es nichts. Mal schauen, ob Girmay sich vielleicht noch ein bisschen regenerieren kann, ein bisschen ausholen kann. Ausruhen kann. Ausholen? Bin schon ein bisschen müde, schon ordentlich Pro Cycling Manager aufgenommen. Heute auch ein bisschen Skispringen. Ist jetzt ja wieder der fließende Übergang. So, Kwiatkowski ist da vorne nämlich jetzt durch. Der explodiert jetzt gerade. 40 Fahrer noch dabei und Ulle sieht halt super fresh aus. Aber die Gruppe ist mir noch zu groß. Bevor ich da jetzt sinnlos eine Attacke reinsetze, sind noch sehr viele Astana-Fahrer am Start. Jan Pollans, der glaube ich auch die Karriere jetzt beendet, oder? Oder habe ich das falsch gelesen? Simone Velasco, auch schon in einigen sehr belastenden Teams am Start gewesen. Gazprom vorher. So, fällt immer noch relativ groß. Jetzt wäre schön, wenn mal eine Tempoverschärfung käme. Da ist Johannessen mit einer Attacke. Mitsenko. Ich würde sagen, da gehen wir mal ein bisschen mit. Weil das sind anscheinend hier so unsere Top-Konkurrenten. Fahren wir mal hin. 6,6 Kilometer sind es noch. Wenn ihr die Attacke lanciert, dann müsst ihr jetzt auch nachziehen, Leute. So, Healy wäre sogar noch am Start gewesen. Ulle sitzt hier einfach. Das ist mal ein Original Ulle. Fährt einfach im Sitzen den beiden hinterher. Gut, jetzt müssen wir doch mal kurz aus dem Sattel gehen. So, wie schaut's aus? Dahinter schon noch ein großes Feld. Aber wir fahren erstmal hier wieder zu Johannessen und Lutsenko hin. 29 Sekunden. Wird jetzt alles ein bisschen kleiner. Sollten allerdings auch aufpassen mit unserem Energielevel. Okay, die Gruppe dahinter kommt wieder ran. Gehen wir mal los mit Ulle, weil oben wird es ja eh wieder ein bisschen flacher. Hauen wir mal ein bisschen Steuerung rein. Mal gucken, ob die da nochmal rankommen. Eine frühe Attacke natürlich jetzt, die wir gesetzt haben. 4,7 Kilometer vor dem Ziel. Aber die ganz, ganz steilen Rampen sind auch rum. Vorsprung, halbe Minute auf Johannessen. Die zwei haben sich dann doch kaputt gefahren. Ich glaube, Ulle ist ein bisschen overpowered hierfür. Das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr deutlicher Sieg werden. Also wusste ich jetzt nicht, wie die Tagesform sich hier auswirkt. Ich wusste nicht genau, wer dabei ist. Aber noch haben wir es auch nicht gewonnen. Wenn wir hier rechts abbiegen, haben wir es verloren. Ich finde schön, dass die Zelte genauso aussehen wie bei The Forest. Macht mir ein bisschen Angst. So, rotes G kann man ja auch noch nehmen, um Gottes Willen. Und jetzt geht es hier nochmal in etwas steilere Passagen rein. So, rotes G ist auch genommen. Der blaue Balken könnte vielleicht ein bisschen kompliziert werden, aber wie gesagt, oben wird es flacher. Ich glaube, hier haben wir mal eine entscheidende Attacke irgendwo reingesetzt bei der Tour. Das war, glaube ich, die Legendentour, die wir ja vielleicht auch nochmal spielen werden. Ich weiß noch nicht, ob wir die jetzt spielen oder dann vielleicht im März, April, wenn der Winter rum ist und die Tour de France oder zumindest die Radsportsaison dann schon wieder ein bisschen losgegangen ist, dass man dann einfach auch wieder mehr Bock hat auf Radsport, weil jetzt ist natürlich dieser nahtlose Übergang zum Wintersport. Also unser Vorsprung steigt auf 2 Minuten, die Spannung ist unfassbar. Richtiger Nail-Bitter, wie man schön sagt. Naja, gehen wir nochmal ein bisschen runter vom Tempo. Wir wollen es auch nicht zu deutlich machen. Ja, also das bringt uns natürlich ein bisschen weiter in Richtung 100%, aber ob das jetzt für den neutralen Zuschauer so spannend ist, ist dann natürlich auch die Frage.
keiner der Spitzenfahrer hier mit dabei. Es ist wirklich Luzenko, der da unser Top-Gegner ist. Jetzt ballern wir nochmal ein bisschen. Den roten Balken können wir dann auch gleich noch platt fahren. Okay, ist vielleicht ein bisschen zu schnell. Jetzt gehen wir mal in die Steuerung, weil sonst wird es dann auch gleich duster. So, ballern wir durch. Und dann wird das der Sieg für Jan Ullrich in Alpe d'Huez. Ja, also ich habe mir noch gar keinen Kaffee gemacht. Wollte gerade sagen, darauf trinke ich noch einen Kaffee. Aber der Kaffee, der ist noch in the making, ne? Also den muss ich mir gleich noch machen. Den habe ich mir jetzt auch verdient. Das war einfach Tactical Masterclass, wie ich das gemacht habe, mit überhaupt keinem überpowerten Fahrer. Aber hey, die Rennen, die wir gewinnen wollen, die kommen jetzt natürlich erst noch. Mit der Lombardei-Rundfahrt Paris-Roubaix, das wollen wir auf jeden Fall noch schaffen. Ich weiß nicht, ob ich die Weltmeisterschaften überhaupt spiele, außer wenn es eine Flachetappe ist. Dann würde ich es spielen, aber ich glaube nicht, dass es eine Flachetappe ist. Die Weltmeisterschaften hier eigentlich schon immer relativ knackig. Sieg! Tschüss. Richtiges Highlight. Irgendwie sieht es mit der neuen Webcam aber auch manchmal ein bisschen kriselig aus, ein bisschen strange, weil ich jetzt so leuchte und der Greenscreen immer rüberrutscht. Wie gesagt, der ist mir gekracht, das ist ein bisschen dämlich. So, Etappensieg für Ulle, Gesamtwertung für Ulle, Punktewertung für Driessen Bond, Bergwertung für Ulle, alles Ulle, Ulle, Ulle. Ne? Freuen wir uns drüber, aber jetzt auch nicht zu euphorisch. 3 Minuten 19, dann der Vorsprung im Ziel. Ja, gut, mit der schlechten Tagesform. Stellt euch mal vor, Ulle hätte eine gute Tagesform gehabt. Dann hätten wir ja am vorletzten Alpe d'Huez schon attackieren können. Wir gehen dann überraschenderweise in Führung. Und jetzt gibt es dann gleich noch eine Bergetappe. Da schauen wir dann mal auf die letzten Kilometer. Aber viel mehr müssen wir da, denke ich mal, nicht machen. Beziehungsweise, ja, wegsimulieren ist doof. Weil dann kriegen wir, glaube ich, keine Achievements. Weiß ich gar nicht. Wenn wir das simulieren und Ulle das gewinnt, ob wir dann Achievements bekommen. Wir wollen es mal nicht rausfinden. Ich spiele einfach mal die Etappe. Wir gehen auf die letzten Kilometer rein und holen uns dort den nächsten Bergetappensieg. Guerrero und Hirt sind unsere Konkurrenz. Ich habe ein gutes Gefühl, dass das klappen könnte. Ulle hat jetzt ja auch nicht den allerbesten Bergwert, aber wir sind inzwischen bei 79 angekommen. Mittelgebirge 79, Hügel 82 und der Rest ist halt auch absoluter Wahnsinn. Da geht nicht mehr viel, aber das ist halt auch ein Game. Ne? Wir versuchen hier nicht den realen Jan Ullrich nochmal wieder darzustellen, sondern es ist ein Spiel. Wir haben extra diesmal einen Fahrer genommen, der als vielseitig gilt. Das bedeutet, selbst wenn man alle Achievements erreicht, die man als Bergfahrer haben kann, kann man, glaube ich, trotzdem nur den Bergwert von 79 oder so erreichen. Und damit haben wir direkt im ersten Wurf, im zweiten Wurf, wo wir die Tour de France gefahren sind, auch die Tour de France gewonnen. Vorher sind wir ja eher auf Bergtrikot gegangen, auf grünes Trikot, auf Etappensiege. Das hat richtig gut funktioniert. Und jetzt versuchen wir, den kleinen Rest, der übrig ist, auch noch irgendwie zu schaffen. Das Einzige, wo ich sage, das muss nicht unbedingt sein, 20 Flachetappen gewinnen. So, 12,8 Kilometer sind es noch. Vorne macht UAE Tempo. Marc Padun im Bergtrikot vor uns. Fortunato und Chris Hamilton sind vorne noch raus. Die haben gerade Matt Jorgensen abgehängt. So, Healy noch an unserer Seite. Der Rest ist raus. Hat ein bisschen Nachführarbeit gemacht, weil eine sehr große Gruppe vorne rausgefahren ist. 21 Fahrer wollten ausreißen. Und ich will ja hier den Etappensieg haben. Die Gesamtwertung ist mir eigentlich wurscht, aber wir wollen unbedingt den Etappensieg. Deswegen kann es uns auch relativ egal sein, was für Rückstände die in der Gesamtwertung haben. Wir müssen jedem hinterherfahren. So, nach Le Semnon geht es. 13,9 Kilometer, 7,7% im Schnitt. Man sieht unten alles ein wenig flacher. Deswegen wird es oben wahrscheinlich dann eher so 9% circa im Schnitt sein. Jumbo Visma hat heute Bock. Wilco Keldermann sehen wir da vorne. Attila Walter. Dann mit der Rücken Nummer 1, wen haben wir da? Kuhn Baumann, auch ein passabler Bergfahrer, aber die Konkurrenz hier natürlich nach wie vor nicht stark genug für Ulle. 2 Minuten der Rückstand noch. Ben Healy haben wir dort an der Seite, der macht das auch noch sehr, sehr gut. Bleiben jetzt hier erstmal in Position, wir haben noch komplettes blaues Gel. Der Berg ist ähnlich wie jetzt Alpe d'Huez, nur dass es oben die letzten 2 Kilometer dann doch auch noch ein bisschen steiler ist. Ich mache es an der Seite gerade mal weg. Wir sehen jetzt ja, wie nach und nach die Kollegen von vorne zurückfallen. Und das ist echt die Stärke des Spiels. So eine Bergankunft, die macht hier enorm viel Spaß, weil sie dauert 10, 15 Minuten. Man muss wirklich genau darauf achten, welche Position fährt man, wo kommen die entscheidenden Attacken. Da haben wir Luzenko, der ähnlich wie wir, da jetzt gerade ein bisschen zu weit zurück ist.
Aber es täuscht, glaube ich, auch, weil die Ausreißer da jetzt gerade auch zurückfallen. So, wie viel sind es jetzt noch? Vorne sind jetzt noch 6 Fahrer, wenn ich es gerade richtig sehe, mit 1,19 Vorsprung. Wir nehmen mal wieder etwas früh das blaue Gel. Hat beim letzten Mal auch gut funktioniert, bei niedrigeren Geschwindigkeiten das Ganze einfach schon zu schnabbeln. Healy ist noch mit dabei, aber der braucht jetzt auch das blaue Gel und zwar dringend. Sonst ist er gleich nicht mehr dabei. So, mach ruhig, Junge. Ja, okay, Steuerung ist wieder drin. So, Thijs Benoot ist raus. Beim Pro Cycling Manager ist er Weltmeister geworden. Fand ich auch sehr, sehr geil. Ein Fahrer, den man nicht unbedingt als erstes auf dem Zettel hat, Thijs Benoot. Weiß gar nicht, ob er jetzt bei Jumbo-Visma so glücklich geworden ist. Bei Team DSM war es anscheinend nicht, deswegen ja der Wechsel. So, Attila Walter ist raus. Wir sind jetzt in diesem kleinen Flachstück. Sind noch 7,7 Kilometer und Ulle hat noch unfassbar viel Energie. So, dann haben wir das auch wieder erledigt. Wir fahren nochmal ganz kurz ein Stückchen nach vorne an Lutsenko vorbei. Damit wir sehen, wenn er attackiert. Marc Padun, Healy mit letzter Kraft. Und dann können wir, glaube ich, hier bald wieder eine frühe Attacke reinsetzen. Jean Poussin haben wir dort mit der 181. Dann Vauclin, Kevin Vauclin, auch ein cooler Fahrer. Vorne kommt jetzt Conchi, Nicola Conchi zurück. Fortunato jetzt auf Solo-Tour. 6 Kilometer sind es noch bis oben hin. Okay, Keldermann kommt. Da gehen wir mit. So, zieht schon gut durch. So, da sind wir hier an der zweiten Gruppe. Ach komm, wir machen den Armstrong. Ziehen einfach zur nächsten Gruppe vor, weil wir es uns einfach auch leisten können. Ach guck mal, Keldermann ist noch da. Stark. Mal schauen, ob wir uns hier nicht ein bisschen zu sehr verausgaben. Jetzt ein bisschen langsamer fahren. Dann haben wir oben noch mehr Möglichkeiten. Eddie Dunbar ist abgehängt, aber die beiden Kollegen hängen, glaube ich, noch hinten dran. Zumindest werden nach wie vor 3 Fahrer angegeben. Nehmen wir mal rotes Gel. Also Fortunato ist noch da, Keldermann ist noch da, der seinerseits da jetzt gerade noch mal was versucht hat. Ich glaube, Fortunato ist jetzt weggeplatzt. Keldermann musste da außen rumfahren. So, wir machen mal ein bisschen Tempo. Normalerweise bin ich ja ein Freund davon, mich in den Windschatten zu hängen, aber wir sind jetzt hier klarer Favorit. Keldermann sieht jetzt auch nicht mehr so fresh aus. Tritt da schon ein bisschen schwerer. Jetzt erhöhen wir nochmal das Tempo ein bisschen. Rotes Gel. Wir machen jetzt den Ulle-Stil und jetzt ist Keldermann auch weg. Das war's dann. Und tschüss, mein Freund. Hätte sogar noch ein bisschen was in Reserve gehabt. Das ist halt so ein bisschen, als würde man hier im Gott-Modus spielen, ne? Ulle ist halt Gott. Das weiß man. Wer was anderes behauptet, der hat recht. Ganz einfach. Wirklich eine ganz, ganz einfache These. Das würde ich sogar mathematisch beweisen. So, Keldermann jetzt auch schon fast eine Minute hinten dran. Wir gehen trotzdem nochmal ein bisschen vom Tempo runter, damit wir es vom blauen Gel auch oder vom blauen Balken her ein bisschen besser timen können. Timen Ahrensmann. Der ein gutes erstes Jahr bei Ineos hatte. Nicht mit den ganz großen Resultaten, aber als Helfer grandios. Muss man wirklich sagen. Beim Giro d'Italia für Geraint Thomas stark gewesen. Bin gespannt, wie es jetzt auch mit der Umstrukturierung bei Ineos dann aussieht. Ja, Ulle dominiert hier brutalst. Da freue ich mich aber schon auf die Duelle dann auch mit Tadej Pogacar bei der Lombardei-Rundfahrt wieder. Weil so ist es echt langweilig. Schade, dass wir die Sprints halt nicht gewonnen haben. Den einen Sprint ganz, ganz knapp verloren gegen Pascal Ackermann. So, ballern wir nochmal ordentlich. Und dann sind es über 2 Minuten auf Wilco Keldermann. Holy shit. Die Konkurrenz wird auch fluchen.
und Tigersprung, jawoll, aber ganz knappes Fotofinish. Wir ballen die Faust, völlig sinnentleert. Macht ja nichts mit semi-schlechter Tagesform. Holt sich Jan Ullrich den nächsten Sieg am Berg gegen eine Konkurrenz, die ziemlich alt aussieht. Fast so alt wie ich. Eduardo Affini. Ich habe mir ihn immer anders vorgestellt. Wie gesagt, er sieht aus wie ein Quarterback aus der NFL. Auch mit diesem breiten hier. Ne? Das kriegt man ja eigentlich nur, wenn man richtig Muskeln hat. Wahrscheinlich einfach das falsche Bild genommen. Und es ist doch Tom Brady. So, die Open Tour. Ja, da sind wir auf jeden Fall im Bild. Wir freuen uns über den Sieg. Ich meine, mehr als gewinnen konnten wir nicht. Weniger ging schon. Deswegen haben wir es ja eigentlich ganz gut umgesetzt. Ja, dann haben wir echt alles gewonnen. Sogar die Punktewertung haben wir noch gewonnen, obwohl wir bei keinem Zwischensprint oder so mitgemacht haben. Und dann ist er wieder ins Podium reingefallen. Der gute Jan Ullrich, also, ja, war ein enges Höschen. War ein enges Höschen. 6,37 Vorsprung vor Keldermann. Max Soler, der uns ja so häufig Probleme gemacht hat. 9 Minuten. Pollanz mit 9,32. Müssen wir nicht länger drüber reden. Pro Cycling Einzelwertung dominieren wir auch dezent. So, schauen wir mal, wo haben wir uns verbessert? Dann sind wir am Berg jetzt doch auf 80, also da haben wir auch die 100% erfüllt. 10 Bergetappen haben wir gewonnen. Zeitfahren steht noch ein bisschen was aus, Einzelzeitfahren. Da müssen wir noch gewinnen. Ansonsten fehlt uns noch Paris-Roubaix. Da wäre das das Letzte, was wir noch brauchen. Berg sind wir durch, Mittelgebirge, die Lombardei-Rundfahrt, die wir letztes Jahr schon hätten gewinnen müssen. Ich glaube nicht, dass uns jemand da dieses Jahr groß schlagen kann. Und eben diese 10 Flachetappen, aber mei. Die sind einfach geschenkt. Weltmeisterschaft ist eine Bergetappe. Ja, kann man vielleicht auch nochmal in der nächsten Folge dann schnell mit reinnehmen. Innsbruck mag ich eigentlich ganz gerne. Ist ein nices Profil. Und dann geht es eben noch in die Lombardei. Natürlich immer mit demselben Profil. Das wird spaßig. Also eines der 5 Monumente, die Lombardei-Rundfahrt und die Weltmeisterschaften in Innsbruck. Dann in der nächsten Folge, dann ist die Saison rum. Und Ulle hat hier so ziemlich alles gewonnen. Paris-Roubaix nicht. Haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon geschaut. Und die 3 Tage in der Provence nicht. Verdammt. Das fehlte uns natürlich noch. Aber ich glaube, die haben wir vorher schon mal irgendwann gewonnen. Also, nächste Folge. Weltmeisterschaften und Lombardei. Da freue ich mich drauf. Alter Schwede, das ist unser Team aber top in Form. Ist ja Wahnsinn. Da fahren wir auf jeden Fall für Geschke. Was soll der Geiz? Ulle natürlich in schlechter Form. Aber das ist ein Monument und wie wir alle wissen, Monumente haben ihre eigenen Gesetze oder so ähnlich. Also ich sage Dankeschön fürs Schauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Tour de France oder wo auch immer.